Ergebnis war, dass die Wahrscheinlichkeit, an der Covid-Erkrankung zu versterben, deutlich geringer ist mit hohen Spiegeln von Omega-3-Fettsäuren im Blut als mit niedrigen Spiegeln. Die Studie war eine Zusammenarbeit des Cedars Sinai Krankenhaus in Los Angeles mit unserem amerikanischen Schwesterlabor. Es wurden 100 Personen in die Studie eingeschlossen, bei denen die Omega-3-Spiegel im Blut bestimmt wurden. Und es zeigte sich, dass die Wahrscheinlichkeit zu versterben mit niedrigen Spiegeln 4-mal so hoch war. Wir wollen diese Studienergebnisse befestigen in Zusammenarbeit mit Münchner Kliniken und darauf entwickeln wir dann hoffentlich eine neue Form der Behandlung der Covid-Erkrankung und hoffentlich auch eine besondere Vorbeugung der Covid-Erkrankung. Die Omega-3-Spiegel sind so wichtig für den Menschen, weil jede einzelne Körperzelle Omega-3-Spiegel in ihrer Zellmembran braucht, um eine optimale Funktion zu haben. Das wirkt sich dann aus in einer größeren Lebenserwartung, wie wir es hier auch für die Covid-Erkrankung gesehen haben, aber auch zum Beispiel weniger Herzinfarkte, weniger Schlaganfälle. Das EZB ist wahrscheinlich der erfolgreichste Biotech-Hotspot Europas, wenn nicht der Welt. Hier wird ein unglaublicher Erfolg möglich gemacht. Das EZB muss wachsen dürfen.